Was ist das denn für ein Geländer? Adams Family oder was? Hier haben wir doch die Folterkammer gefunden. Immer diese Waldwanderung hier. Waren wir hier noch einen Schuppen? Leute, zieht euch mal diese Kutsche hier rein, ja. Aber noch richtig schön alten hier mit Sitzpolster und so. Die Kellerstufen ins Verderben. Wo geht's hier hin? Geh mal die Adams Family Treppe hoch. Aua, scheiße, Mann, Alter. Immer diese Scheiße hier mit diesen scheiß Treppen. Also hier präsentieren wir euch jetzt hier den Baggerführer hier. Bock, die Baumeisterin am Start. Ja, servus Leute, ich hoffe euch geht's allen gut. Willkommen auf meinem Kanal wieder mit einem neuen Video am Start. Diesmal sind wir hier mit mehreren Mann unterwegs an einem verlassenen Bauernhof. Meine Freundin im Hintergrund, noch ein paar Leute. Unter anderem die Miriam, die ihr schon gesehen habt im Video, und der Franz, ihr Mann. Und was es so alles gibt, seht ihr wie immer jetzt. Was ist das denn hier? Wo geht's hier hin, Miriam? Sieht doch schon mal interessant aus. Alles hier voller Stein. Ein Trecker. Ist doch schon mal nice. Die Fotos hier von der meiner Facebook-Gruppe gesehen. Leute, schaut euch das mal an. Hier steht erstmal ein Trecker. Einfach mal so rum. Ah, was ist das für ein Trecker? Was ist das? Was hat der gelaufen? 6.900? Betriebsstunden? Keine Ahnung. Leute, schreibt doch mal in die Kommentare. Sind es Betriebsstunden oder sind es Kilometer? Das ist hier die Frage bei diesem schönen Trecker. Aber der ist auch schon ziemlich hart zugestaut. Wie man hier so sehen kann, Leute. Immer diese Waldwanderung hier. Da haben wir hier noch einen Schuppen. Einen Bauwagen haben wir hier auch noch stehen. Ein Flurförderfahrzeug haben wir also hier, ne? Das ist so eine Art Gabelstapler. Ja, das ist so ein Gabelstapler. Sieht raus, ne? Hier die Ketten. Genau. An der Seite. Ja, ist auch ein Gabelstapler. Hochgabelstapler. Ja, das sieht irgendwie komisch aus. Von vorne sieht er irgendwie nicht so aus wie so ein normaler Gabelstapler. Also normalerweise kann man den hochfahren. Das komplette Teil geht hoch. Ja, und dann? Okay. Da geht's gleich auch weiter. Aber ich will es hier. Das sieht doch nice aus hier. Leute, zieht euch mal diese Kutsche hier rein, ja. Die ist doch mal richtig geil. Wahrscheinlich so von 1880 oder so. Die ist auf jeden Fall mal richtig geil. Aber die ist auch schon richtig eingestaubt. Zieht euch das mal ran hier. Aber noch richtig schön alten hier mit Sitzpolster und so. Aber auch schon richtig Spinnweben hier dran. Aber trotzdem ganz geil. Auch noch so richtig alte Kutschenräder hier. Das ist schon richtig krass. Wurde mal irgendwie so zur Hälfte mit der Plane abgedeckt. Aber das Ding ist bestimmt, wenn man hier mal so guckt, noch Blattfedern. Bestimmt schon wirklich 1850, 1880. Aber schreibt da gerne mal in die Kommentare. Hier steht erstmal noch so ein Aufsitzrasen mehr rum. Oh, hi. Hier liegt erstmal überall noch Werkzeug rum. Haben wir hier so eine Maschine hier. Was auch immer es ist. Alle hier noch voller Schränke. Und einzelne Schubladen, wo hier irgendwelche Sachen drin lagen zum Reparieren. Da liegt auch schon wirklich alles verstreut auf dem Boden rum. Wenn ihr euch das jetzt mal hier so anguckt. Auch die Schränke sind hier zum größten Teil leer. Aber hier haben wir vereinzelt noch Sachen rumliegen. Ein Helmchen, Nägel. Aber ansonsten ist das Ganze hier leer. Deswegen gehen wir mal weiter. Hier ist doch noch von so einem Pferdchen so ein Geschirr hier. Ja. Aber Leute, schaut euch mal den Bagger an. Der ist auch noch ein Top-Zustand eigentlich. Steht hier einfach mal so rum. Dann steig mal ein und starte mal. Warte, hier, der hier fehlt dir noch. Nee, der ist richtig. Da liegt noch ein gelber drin oder ein weißer, was das ist. Also hier präsentieren wir euch jetzt hier den Baggerführer hier. Bock, die Baumeisterin am Start. Hier schon mitspielen neben. Aber auch noch eigentlich ein krasses Teil. Und jetzt dreht er sich im ist hier kein, wie funktioniert denn das hier? Schlüssel oder was? Wo ist das? Ja, Schlüssel ist weg. Ja, meine Freundin wollte jetzt gerade hier Bob der Baumeister spielen im Bagger. Hat aber leider nicht geklappt, weil kein Schlüssel drin steckt. Aber man hat es ja wenigstens mal probiert. Wir sind jetzt hier gerade in so einer riesengroßen Halle hier, wo jetzt auch der Bagger drin steht. Und da steht auch noch, glaube ich, hier so eine Mörtelmaschine.
Wo meine Freundin jetzt gerade hier lang läuft und da hinten stehen auch noch irgendwelche Maschinen. Was genau? Keine Ahnung. Man kann ja mal probieren, da hinzukommen. Was man hier noch so findet. Hier die Mördermaschine. Hier ist auch noch so eine riesige Maschine, was das auch immer ist. Wie gesagt, Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare. Hier ist so ein alter Ofen. Und da vorne steht auch noch so ein halber Trecker oder so, ein Rad davon. Und ansonsten da hinten auch noch so Maschinenteile. Aber damit kenne ich mich leider nicht aus, was das alles sein soll hier. Hoffe ich schon alles echt zugewachsen, ey. Echt hart zugewachsen. Da vorne ist das Haus, wo die anderen sind. Da gehen wir jetzt auch noch mal hin und schauen mal, was es da noch so gibt. Ja, Leute, die Frage, die sich mir immer stellt, ist bei solchen Locations, warum sind die leer, beziehungsweise warum stehen da noch so viele Sachen rum? Jetzt mache ich gerade erstmal den Buschmensch hier. Warum stehen da immer so viele Sachen noch drin und die Leute haben da keinen Bock mehr drauf? Erklärt mir das mal, schreibt da mal in die Kommentare, weil da würde mich sehr interessieren, wie man so einen Bagger, vor allem eine Kutsche, so eine richtig geile Kutsche, so aus dem 19. Jahrhundert hier einfach mal so stehen lässt. Hier haben wir noch ein Spukbild gefunden. Schaut euch das mal an. Die Maria ist da gleich drauf. Da ist schon ziemlich kaputt. Wenn das in so einem Schloss hängt, kann man vorne hier nicht erstmal noch so ein Flugzeug rum. Einfach eins und verlassen auf dem Boden. Bestimmt eine Tragweite von über 2 Metern, wenn ihr euch da mal anschaut. Von da nach da. Krass. ASW28, schreibt gerne mal in die Kommentare, was das für ein Flugzeug ist. Eine Treppe ins Nirgendwo. Wo geht diese Treppe hin? Da ist erstmal ein Stromkasten. Hier sind auf jeden Fall schon überall Steine hier auf dem Boden. Als wenn die das schon probiert haben, entweder abzureißen oder neu aufzubauen. Das ist die Frage. Auch die Decke hier sieht irgendwie schon so ein bisschen gemacht aus. Der Putz bröckelt hier von der Wände ab. Was ist das für eine Treppe? Ich muss mal hoch. Holla die Waldfee. Alter, was ist das denn? Die Folterkammer? Krasser Scheiß. Jo. Hier haben wir doch die Folterkammer gefunden. Ich kann das mir nicht anders erklären. Hey, hier sind natürlich schon wirklich viele Kabel, wie die Miriam jetzt gerade sagte, die hier einfach mal so rumliegen. Wahrscheinlich haben sie schon hier schön alles richtig schön auseinandergenommen und den ganzen Bau hier irgendwie, ja, noch mehr zum Erliegen gebracht, als er eh schon ist. Weil der ist schon echt von der Substanz nicht mehr ganz so toll. Was ist das denn für ein Geländer? Adams Family oder was? Aber geil. Krass. Richtig geil. Das ist schon mal krass hier mit den Ornamenten und so. Ja. Holzwürmer, wollte ich gerade sagen, die sind auch schon am Start gewesen. Die Kellerstufen ins Verderben. Wo geht's hier hin? Die Treppe, das ist echt schon spooky. Man kommt von da vorne rein und dann kommt man hier zu der Treppe, wo voll die Ornamente drin sind. Dann geht man hier so hoch, beziehungsweise guckt hier so hoch, das ist schon krass. Aber Leute, was Besseres. Kommt man hier in den nächsten Raum und dann hat man hier erstmal noch so einen fetten Schrank hier stehen. Alte Stühle und einen alten Lampenschirm. Der Schrank wahrscheinlich so um die 40er Jahre. 40, 50er Jahre schätze ich den. Und hier richtig geil. Eine alte Alpina-Schreibmaschine. Auch nochmal ein Schränkchen. Auch nochmal mit Spiegel. Und jetzt auch Facettenschliff. Facettenschliff-Spiegel. Die Spinnenweben sind hier auf jeden Fall richtig geil am Start. Die hängen schon von der Lampe, die sie mal haben, einfach mal so runter, bis auf den Boden. Okay, hier haben wir auch noch einen alten Ofen. Heißluftherdofen. Ohlsberg. Auch schon richtig mit Spinnenweben. Eine schöne Blümchentapete hier. Die ist noch nicht so alt, aber wahrscheinlich auch so aus der 80er. Ja, ich würde sagen, man sieht es an meinem Gesicht, es ist warm. Ich bin schon wieder rot. Und ja, hier drin sind gefühlte 50 Grad. Aber schaut euch mal hier den Raum an. Hier liegen auch noch diverse Sachen auf dem Boden rum. Noch eingepackte Elektroteile und was nicht alles hier so rumfliegt. Das Ganze ist schon ganz interessant hier. Hier steht auch noch eine alte Couch. Eine alte Lampe, aber die ist heute auch nichts mehr. Die haben sie mal früher in ihren Häusern gehabt, so in den 70er Jahre. Aber das ist heutzutage nichts mehr. Das ist heute Sperrmüll leider. Geh mal die Adams Family Treppe hoch. Aua, scheiße, Mann, Alter. Ja, immer diese Scheiße hier mit diesen scheiß Treppen. Natürlich muss man den Kopf einhauen, ey. Ja, was für Spinnenweben hier hängen. Richtig krass. Zieh euch das mal an. Fenster sind hier neu, als wenn die, wie ich ja gerade schon mal unten gesagt habe, hier irgendwas gemacht haben, aber nicht fertig gemacht haben. Isolierung hängt hier auch noch rum. Ja, Leute, ein sehr komischer Bauernhof hier. Neue Fenster. Und ja, das Ganze sieht hier echt aus, als ob die hier irgendwelche Leute mal probiert haben, sich einen Neuanfang hier zu organisieren, das aber dann nicht geklappt hat.
aus geldlichen Gründen oder was es da auch immer für Gründe gibt. Deswegen könnt ihr gerne drüber rätseln. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare rein. Was ist das für eine Maschine? Ein altes Maschinchen, aber was für eins? Das ist die Frage. H und W Fritzen Coesfeld. Da tust du wahrscheinlich schon Korn rein. Ja, das könnte sein, ne? Eine Kornmaschine. Aber das ist auch eine richtige uralte Technik hier. Schaut euch das mal an. Ja. KW, voll halb. Was auch immer es ist. Alles uralte Technik hier, glaube ich. Also die Maschine ist auf jeden Fall schon lange nicht mehr gelaufen, wenn ihr euch den Keilriemen anschaut. Und jetzt kannst du meine uralt, drei Keilriemen steuern die Maschine hier an. Wenn man hier so reingeht, das ist schon echt eine komische Stimmung hier. Dieser Bauernhof wirft einem hier Rätsel auf. Hier sieht das neu gefliest aus. Und ja, vieles ist hier brach, muss man nicht so ganz verstehen. Ja Leute, das war das kleine, aber hoffentlich trotzdem für euch auch feine Video. Uns hat es auf jeden Fall gefallen, gerade mit der Kutsche. War ganz angenehm zu sehen, so eine richtig alte Kutsche, die einfach mal so rumsteht. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Daumen und aktiviert die Glocke. Abonniert mich, falls ihr noch nicht gemacht habt, dann seht ihr immer die neuesten Videos. Schreibt gerne in die Kommentare rein, wie ihr es fandet. Und geht auch ruhig mal gerne auf den Kanal von der Miriam drauf. Miri und Jojo heißt der Kanal bei YouTube. Und bis demnächst, euer Zomex, bleibt gesund und munter. Ciao von allen da hinten noch. Bis dann, Leute.